Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Diese Sendung von heute, die möchten wir dem Motto den Hormonen widmen, weil sie eine unglaublich große Bedeutsamkeit haben in unserem Leben. Nicht nur als Sexualhormone zu sehen, sondern wirklich für unsere Gesundheit ganz entscheidend ist. Zum Beispiel auch, um unseren Parasympathikus zu steigern und in die Entspannung überhaupt reinzukommen. Ich möchte dieses Thema heute mit einem Experten diskutieren, der mich heute wieder beehrt. Und das ist mir auch eine große Freude, Ihnen vorstellen zu dürfen, der Professor Dr. Alexander Rondek, ganz herzlich willkommen bei uns im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Ebenfalls, danke, danke. Inspiriert natürlich von deinem Buch, wo ich endlich mal gefunden habe, ein Buch, das auch über Hormone spricht, und zwar so, dass ich es auch ein bisschen besser verstehe. Diese Komplexität der Zusammenhänge, fantastisch. Ansonsten ist es das große Ganze, was wir erkennen über die Hormone. Es gibt Sexualhormone, Punkt aus. Und wir kennen die Damen, Wechseljahrproblematik mit Hormonen. Man geht zum Schularzt, der Schularzt hat keine Ahnung, schickt zum Gynäkologen. Der Gynäkologe hat überhaupt keine Ahnung. Die Frau ist wieder zu Hause und hoffnungslos eigentlich in ihrem Leid drin, was manchmal jahrelang dauert. Und muss nicht sein. Und dein Buch ist zum Beispiel ein typischer Schlüssel, wo man schnell einfach die Lösung finden könnte. Erzähl mir mal, wie bist du überhaupt in das Thema Hormone eingetaucht? Das ist ja keine Ausbildung in der Medizinstudium. Das ist richtig, ja. Also Hintergrund, Hormone, also ich war früher bei der Bundeswehr, war ich Arzt. Und ich habe damals die Soldaten vor den Auslandseinsatz untersucht. Und dann, wenn die zurückgekommen sind nach 6 Monaten. Oh ja, das steht auch im Buch drin. Genau, genau. Genau. Und für mich so eine besondere Erkenntnis war, dass sich die Soldaten wesensverändert hatten während des Auslandseinsatzes. Und die haben dann auch berichtet, dass sie halt Angst haben, unsicher sind, Stimmungsschwankungen. Und auch sowohl die Frau als auch das Kind sagt, irgendwie erkennen sie ihn nicht mehr wieder so als derjenige, der es war. Und dann dachte mir, okay, was ist da passiert? Und damals, das ist jetzt vor 15, 20 Jahren her, hat man auch in Deutschland noch nicht so richtig gesagt, ah, okay, man schaut sich die Hormone an, besonders es gibt Stress- und Regenerationshormone. Das war damals noch nicht so. Und man war da damals sehr alleingelassen, hat man natürlich über die Psychotherapie, über Psychopharmaka sehr viel gemacht. Wo man aber alle gewusst haben, das ist nicht das Ende vom Lied, das kann nicht die Lösung sein. Und mich hat es so interessiert, ich wollte einfach verstehen, was passiert eigentlich im Körper. Ja, also ich wusste, die hatten Stress, die hatten jetzt aber keine Kampfeinsätze jeden Tag. Ja, die hatten schon eine Anspannung über ein halbes Jahr. Aber was hat sich verändert? Und da hatte ich das Glück, dass ich den Professor Wolf kennengelernt habe, aus meiner Sicht der Stressmediziner in Deutschland, der damals schon vereinzelt Fortbildungen gegeben hat über die Stress- und Regenerationshormone und über das vegetative Nervensystem und dann auch so ein bisschen die mentale Geschichte, also wie äußert sich das? Und als ich die Fortbildungen besucht habe, hatte er auch so ein bisschen beschrieben, okay, welches Hormon steht denn für was oder was passiert denn, wie fühlt sich denn das an? Und im Laufe der Jahre habe ich das in der Praxis immer weiter entwickelt und immer weiter beobachtet und hatte jetzt dann die Möglichkeit, dann irgendwann nach 10 Jahren, das mache ich schon seit 10 Jahren, sehr konkret zu sagen, okay, dieses Hormon macht dieses Gefühl, jenes Hormon macht jenes Gefühl. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, also man kann es sehr schön untergliedern, einmal in die Stresshormone oder man kann auch sagen die aktivierenden Hormone. Und das Zweite sind eher die Hormone, die regenerierenden Hormone, die unsere Energie wieder auffüllen. Und bei den aktivierenden Hormone sind es eigentlich Hormone, die unsere Energie für den Tag bereitstellen. Ganz groß ist das Cortisol natürlich, das ist eines der Hauptenergiehormone, was in der Nebennierenrinde, das ist so eine kleine Kappe über der Niere, produziert was und ausgeschüttet wird im ganzen Körper und veranlasst uns, dass wir uns konzentrieren können, dass wir leistungsfähig sind, dass wir schwierige Situationen, Lösungen dafür finden. Und dann haben wir nochmal 3 weitere aktivierende Hormone. Da gehört das Dopamin dazu, kennt man ja auch. Das ist unter anderem dieses Hormon für Begeisterung. Also wenn einen die Begeisterung fällt, das frage ich auch die Patienten, wenn ich sage, wie war es denn vor 5 Jahren, wenn sie zurückblicken? Haben sie noch die gleiche Begeisterung gehabt oder Selbstbewusstsein, wie ist denn? Und wenn er sagt, boah, es fällt mir wesentlich schwerer,
ich greife jetzt aufgrund meiner Erfahrung auf bestimmte Mechanismen zurück, aber dieses innere Gefühl habe ich nicht mehr. Mhm. Dann weiß ich schon vorher oder habe eine Idee, das Dopamin könnte bei denen erniedrigt sein. Mhm. Zu den weiteren gehört dann das Noradrenalin dazu. Das Noradrenalin macht die zerebrale Stressantwort, heißt, da erfolgt, also wenn das da ist, dann kann ich gut Entscheidungen treffen, dann bin ich Aufmerksamkeit konzentrieren, kann mich gut an bestimmte Dinge erinnern. Heißt auf der anderen Seite, wenn einer sagt, boah, ich habe Schwierigkeiten im Gedächtnis, mir fällt das eine oder andere und ich tue mir so unglaublich schwer, mich zu entscheiden. Und zwar, weil ich immer langsam abwäge dies oder jenes oder soll ich doch das machen. Wenn er das erzählt, dann habe ich schon eine Idee, das Noradrenalin, das Aktivierende, was wir brauchen, ist bei dem erniedrigt. Weißt du, jetzt hast du gerade was gesagt, wo natürlich wieder ganz viele Krankheitsbilder oder Problematiken vom Zuschauern auch betrifft. Mhm. Und dann sagt es einfach, das bist halt du und ja, das. Genau. Ganz genau. Ist nicht nein, so. Nein, eben nicht. Also, wenn das unauffällig ist, dann ist es kann auch ein Wesenszug sein. Ja, das frage ich auch immer. Darum frage ich immer, wie war es vor 5 Jahren? Wenn ich sage, vor 5 Jahren, da konnte ich noch Entscheidungen treffen, da bin ich das gefragt worden. Auch dieses Multitasking fiel mir leichter. Mhm. Ich würde gerne dieses Noradrenalin nochmal an einem anderen Beispiel zeigen. Wenn das so hoch ist, äußert sich das nämlich ganz anders. Dann ist man eher gereizt und da hat man dieses Gefühl, man kann sich auch nicht entscheiden, aber auf einer ganz anderen Grundlage. Und zwar immer dieses, ist es das oder das oder das? Oder soll ich doch wieder? Der hat so viel im Kopf, dass er nicht zu der Entscheidung kommt. Also der eine ist ja zäh, langsam, Gedächtnisverlust. Bei dem anderen ist es eine völlige Überreaktion, als wenn das System dauernd überdreht und kann sich nicht entscheiden und kann dies und jenes nicht machen. Das ist natürlich, dann, wenn der mir das sagt, dann weiß ich schon, das Noradrenalin wird spannend werden. Und dann haben wir das Adrenalin, das ist dann die körperliche Stressantwort. Das heißt, wenn Patienten mir berichten, ich weiß nicht, irgendwie meine Leistungsfähigkeit, ich habe früher Supersport machen können und auf einmal sinkt die und ich kann es mir nicht erklären. Jetzt, wenn ich Sport mache, ich streng mich jetzt schon an, wenn ich da 2, 3 Stockwerke hoch, das kenne ich als 30-Jährige nicht. Wie kann denn sowas sein? Und das kann ich dann natürlich auch wieder berücksichtigen, kann wieder sagen, okay, dann sollten wir uns das wirklich genau anschauen. Jetzt gibt es noch 2, das sind die letzten 2, die ich vorstellen möchte von den aktivierenden bzw. regenerierenden. Und zwar ist es das Glutamat als Neurotransmitter, man kann auch sagen Gehirnhormon, und das GABA. Das Glutamat ist erregend, man kennt das Glutamat als Geschmacksverstärker, ja, genau das macht es. Wenn wir Glutamat aufnehmen, ja, also wenn es gewürzt wird als Geschmacksverstärker, aktiviert es die Sinneszellen unserer Zunge, ja, also unsere Geschmacksknospen werden aktiviert, ja. Darum nehmen wir auch bestimmte Geschmacksrichtungen intensiver wahr. Das macht Glutamat. Aber wir haben das auch als Gehirnhormon. Es ist ein aktivierendes. Mhm. Und wir haben dazu ein beruhigendes. Das ist das GABA, Gamma-Aminobuttersäure. Das ist beruhigend. Die 2 müssen im Gleichgewicht sein. Und wenn die im Ungleichgewicht sind, ist das Glutamat zu hoch und das GABA zu niedrig, dann passiert es ähnlich. Dann ist bei mir im Gehirn, bin ich in so einem Alarmzustand. Die Patienten haben Schwierigkeiten beim Einschlafen, beim Durchschlafen, sind nervös, sind unruhig, nesteln vielleicht auch die ganze Zeit. Das Nesteln ist so bewegen. Und was häufig ist, die haben Wadenkrämpfe. Diese Wadenkrämpfe, was man immer ja kennt und sagt, Wadenkrämpfe, alles klar, probierst du es mit Magnesium, dann geht es weg. Stimmt, denn Magnesium blockiert den Glutamatrezeptor. Das Glutamat, was übererregt ist, wird durchs Magnesium runtergefahren, blockiert. Und die Wadenkrämpfe entspannen sich. Aber nicht die Ursache eigentlich behoben, sondern... Nicht die Ursache behoben. Mhm. Andersherum, kurz nochmal zu den Wadenkrämpfen. Das andere wäre dann Glutation zunehmen, damit dann die Wadenkrämpfe weggehen. Oder ist es... Nee, die Wadenkrämpfe kriege ich nur weg, wenn zu viel Glutamat da ist. Also, dann müsste ich das reduzieren mit GABA. Das, genau. Sehr gut, genau. Es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder das Glutamat ist so hoch, dass ich das runterbremsen muss. Warum? Glutamat, wenn es zu viel bei uns im Gehirn ist, das können wir über die Nahrung auch hochfahren, ja, muss man immer dazu sagen. Also wenn ich viel Fertigessen, was glutamatreich ist, manchmal steht da auch nur Hefeextrakt drauf, das ist ein anderes Wort für Glutamat, ja, dann kann es dazu führen, dass meine Gehirnzellen überaktiv sind
Und das Glutamat ist ab einem bestimmten Bereich neurotoxisch. Das heißt, es macht die Gehirnzellen kaputt. Und das muss einem klar sein. Also dieser extreme Übererregungszustand ist schlecht für unsere Gehirnzellen. Und darum sollte ich das dann runter reduzieren. Das kann ich eben durch Magnesium machen. Mhm. Und das andere, das hast du ja schon angesprochen, und es geht immer um das Gleichgewicht. Ja? Den beruhigenden Gegenspieler, das ist das GABA. Wenn er niedrig ist, fahre ich den hoch. Und das kann man sehr schön machen. Also man kann mit einfachen Mitteln eigentlich das machen. Magnesium geben, um das erhöhte Glutamat runterzufahren. Und GABA geben, um es hochzufahren. Und dann gibt es nochmal was ganz Elegantes, und zwar Theanin. Das kennen wir, das ist ja in den Blättern vom grünen und vom schwarzen Tee drin, ist das Theanin. Und dieses Theanin macht den GABA-Rezeptor empfindlicher. Ja? Also wieder sensibler. Und so kann ich entweder, dass ich Theanin nehme oder einen schwarzen grünen Tee sehr, sehr lange ziehe, weil dann löst sich das Theanin aus dem Tee, kann ich den sensibler machen und dann bin ich im Gleichgewicht. Und so habe ich keine Übererregung, sondern eine adäquate Erregung, Anregung. Das waren so die aktivierenden Hormone, die wir haben. Und wie ich ja schon gesagt habe, es geht um die Balance, Glutamat, GABA. Es geht aber auch, jetzt muss man das ganze Feld noch ein bisschen weiter aufziehen, auf die Balance aktivierender Hormone und regenerierende Hormone. Habe ich sehr, sehr, sehr viel aktivierende Hormone, die mich die ganze Zeit unter Druck setzen, ist es umso wichtiger, dass meine regenerierenden Hormone, meine Erholungshormone auch hoch sind. Und zu denen gehören zwei Stück vornehmlich. Das ist einmal das Serotonin, als unser wichtigstes Regenerationshormon für den Tag, und das Melatonin in der Nacht. Ein Teil von dem Serotonin wird sogar umgewandelt, 10% wird umgewandelt in das Melatonin. Also die haben einen direkten Zusammenhang. Ja? Darum sind die so wichtig. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Serotoninmangel, also einen Regenerationsmangel habe, dann äußert sich das stimmungsschwankend. Ich bin nicht mehr so gut drauf. Ich bin einfach schlecht gelaunt, weiß es aber gar nicht warum. Oder ich empfinde Schmerzen intensiver wahr. Oder ein Serotoninmangel führt auch zu Blutdruckstörungen in jeglicher Form. Blutdruck kann leicht abfallen, reagiert nicht mehr adäquat. Da merkt man das. Und auch die Motivation, was Neues zu lernen, verliere ich. Das heißt, anhand des, was der Patient mir berichtet, weiß ich gleich, okay, das wird spannend, da müssen wir unbedingt hinschauen. Und so setzen wir das im Endeffekt zusammen. Und beim Melatonin, beim Schlafhormon, das ist besonders wichtig, weil es unsere hormonelle Schlafqualität fördert. Wenn wir nicht genügend Melatonin produzieren, und das passiert im Laufe unseres Lebens, wenn wir immer weniger Melatonin produzieren. Das ist ganz normal. In der Zirbeldrüse geht die Melatoninproduktion runter. Ich habe jetzt angefangen, eine Brille zu tragen in der Nacht, also ein Nachtschutz. Es ist ein unglaublicher, genau. Wenn ich heute schlafe. Das genau, weil die Melatoninproduktion an bestimmten Dingen festgemacht wird, startet. Das liegt zum Beispiel an dem Licht. Mhm. Wenn mir Licht fehlt, wenn es dunkel wird, dann startet die Melatoninproduktion automatisch. Darum müssen wir natürlich auch unterscheiden bei der Messung des Melatonins, was wir ja in der Nacht messen, an drei Speichelproben, um 22 Uhr, um 0 Uhr beim Aufstehen, muss ich natürlich berücksichtigen, ist es jetzt der 21. Juli, ja, gescheit, lang, hell, ja, noch gar nicht Lichteinstrahlung noch auf die Retina, das ist bei uns die Netzhaut, und noch keine Aktivierung des Melatonins, sondern eine Unterdrückung. Oder reden wir vom 21. Dezember, ja, wo es schon um 16 Uhr dämmerig, 16:30 dunkel wird. Ja, das muss ich natürlich mit berücksichtigen. Aber das Melatonin steuert einzig und allein unsere Schlafqualität. Das ist unsere hormonelle Schlafqualität. Das steuert sie. Und darum ist es so wichtig, sich diese Regenerationshormone anzuschauen, weil auf Dauer die Leistungsfähigkeit hängt, wie an dem aktivierenden Hormon genauso an den regenerativen Hormonen. Und das muss man als ganzes Bild sehen und nicht den Fokus nur auf eins steuern. Mir kommt das jetzt alles so ein bisschen Charaktere in Sinn, Charaktere von vielen Menschen, wo einfach sich verwandeln und nicht wissen, warum. Ganz genau. Und
Und das ist gar nicht der Mensch, sondern es ist tatsächlich ein Status der Hormone, der auseinanderbricht oder sich verlagert, aufgrund von weiß Gott was für strukturellen Veränderungen. Aber das ist ja ein Riesenschatz, was eigentlich eine neue Medizinbranche sinnvollsterweise etabliert werden muss. Weil wenn ich es ja nicht mache, dann habe ich ja letztendlich, wie geht es weiter? Entweder werde ich krank oder habe ich irgendwann eine psychiatrische Unterstützung, oder? Ich möchte gerne noch ein Zitat von Professor Wolf, weil das so markant ist. Der hat auch in den Vorträgen immer gesagt, Moleküle machen Gefühle. Also Moleküle, diese Hormone, egal ob die sehr hoch oder extrem niedrig sind, ja, wenn die überschießend sind oder zu wenig sind, machen sie bestimmte Gefühle. Traurigkeit, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Überdrehtheit, Schlafstörung, ja, machen Gefühle. Ich kann, oder keine Kraft mehr. Also Moleküle machen Gefühle, aber Gefühle machen auch Moleküle. Das heißt, auf der anderen Seite, wenn ich selber was Gutes mir tue, Humor, wir haben es schon mal gehabt, Humor, Freude, schütte das, und das wissen wir, das, der Wechsel, ist direkt der Wechsel, schütte das Dopamin aus und das Serotonin. Ja? Sport, weiß man auch, nach einer gewissen Zeit wird etwas Serotonin ausgeschüttet. Ja? Also wir können gezielt ein Gefühl erreichen, indem wir auf der hormonellen Ebene was drehen, und ich kann ein Gefühl nehmen und dadurch meine hormonelle Ebene auch mit beeinflussen. Also im Rahmen, sage ich ganz ehrlich, schön begrenzt, im Rahmen ist das nur möglich. Ich kann nicht komplett den Hormonhaushalt ausgleichen. Ja? Aber auf der anderen Seite heißt es, fixiere ich mich auf nur traurige Erlebnisse, halte ich daran fest, dann macht es was automatisch mit meinen Stress- und Regenerationshormonen im negativen Sinn. Anders? Also am Anfang war das Bewusstsein, also unsere Gedanken steuern unseren Hormonhaushalt. Und umgekehrt. Also es ist immer ein Wechselspiel. Mhm. Was auf mich zukommt, ja, dementsprechend reagiere ich. Dafür sind die Hormone da. Die Hormone sind dafür da, die aktivierenden Hormone, um schnell, also jetzt nehmen wir den Säbelzahntiger, den wir schon mal hatten, ist so. Kannst auch Corona sagen, wahrscheinlich. Genau. Im Endeffekt ist ja hormonell. Das gleiche, genau. Ich bin konfrontiert mit einer Gefahr, die ich im Moment nicht lösen kann. So, was passiert? Als erstes schießt, also der Sympathikus, wir kommen wieder auf der vegetativen Ebene, der ist der schnellste, der rausfährt. Ja? Der ist der hochfährt, Sympathikus vom vegetativen Nervensystem, Muskelspannen an und so weiter. Man ist auch gereizt in einer Erwartungshaltung, in einer Konzentrationshaltung, wenn ich irgendwie eine neue Information zu Corona kriege. Und es passiert Folgendes, dass dadurch, durch den Sympathikus, die Nebenniere aktiviert wird, Adrenalin rauszuschießen. Fürs Hirn. Genau, Noradrenalin, um eine Entscheidung zu treffen, was bedeutet es für mich, was kann ich machen, ja? Und das Adrenalin, die körperliche Antwort, ja? Das und das Cortisol wird auch noch ausgeschüttet. Also wir haben hier welche, die natürlich bei einem Stress sofort ausgeschüttet. Das ist auch gut so, dafür sind sie da. Sie sind eigentlich dafür da, um schnell die Sache zu erfassen, Lösungen zu finden und körperlich, wir haben schon mal darüber gesprochen, häufig war es, oder früher war es ja immer so, dass wir eine körperliche Komponente beim Stress hatten, eine Gefahr, weil sehr viel körperlich, musste den abwehren. Und darum hatte ich das Adrenalin auch, dass es auch ausgeschüttet wird und dass ich weglaufen kann oder kämpfen kann. Mhm. Corona kann man nicht weglaufen und ich kann nicht kämpfen. Aber wenn ich ein Jahr lang immer die gleichen Hiobsbotschaften kriege, wo Angststrukturen machen, genau diese hormonelle Veränderung, kann ja das auch zu einer Wesenskernsveränderung des Menschen führen. Grundsätzlich ja, es gibt da unterschiedliche Modelle, nicht jeder ist gleich. Dann hat man natürlich Menschen, die resilienter sind, also widerstandsfähiger, und welche, die weniger sind. Das hängt sehr viel mit der Stressantwort ab, die bei uns im Bewusstsein oder im Unterbewusstsein, auf der mentalen Ebene passieren. Und zwar kann es sein, dass, nennen wir es mal, mit jeder Botschaft, einer negativen Botschaft, dass bei uns im Gehirn das so geschaltet ist, dass es abnimmt. Dieses Reaktionsmuster gibt es. Also das wird der gleiche Reiz kommt wieder, es kommt wieder eine schlechte Botschaft, aber der Körper sagt oder der Geist sagt, ich kenne das schon. Ich kann es nicht mehr hören. Und moduliert es runter, es fährt runter. Okay. Aber es gibt auch die, und da gibt es sehr viele, da ist es nicht so. Für die ist es jedes Mal wieder eine Hiobsbotschaft, eine Katastrophe mit dem vollen Programm der Hormone. Hat die Folge, wenn über einen langen Zeitraum unsere Stresshormone ausgeschüttet werden, dann erschöpfen die sich irgendwann mal. Ähnlich wie bei einem Akku,
den ich in die Steckdose stecke, über die Nacht schön auflade und in der Früh rausziehe, geht der sukzessive immer schneller. Je mehr ich den brauche am Tag über, desto mehr geht er runter und hat immer weniger Kapazität. Und so ist es dann, dass die dann eine Erschöpfung haben. Das heißt, zuerst sind sie in dieser Übererregung und irgendwann, zack, plackt es runter und dann sind sie platt und gefühlt haben sie keine Energie mehr, was dagegen zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, versuchen nur noch den Alltag zu wuppen. Aber all den Menschen kann doch geholfen werden. Genau. Also es ist diesen Menschen, die wirklich aufgrund dessen Schwierigkeiten haben, die Angststörungen, wir haben auch ganz viele jetzt viel mehr als früher mit Angststörungen, ja, die hochgekommen sind, weil Corona hat sich jetzt noch oben drauf gesetzt, das Thema einfach. Vorher schon eine hohe Taktung und jetzt kommen nochmal Fragen und Unsicherheiten, die nicht zu lösen sind. Und das macht es, das führt dazu, dass es für die noch mehr belastend sind. Und dann kommen natürlich auf einmal Ängste hoch. Ja, also wir haben Angststörungen, die deutlich zugenommen haben. Und für die kann man das, also man kann es anhand des, was ich im Buch beschrieben habe, kann man es schon gut zuordnen. Das heißt, der eine oder andere kann zum Beispiel sagen, ah, okay, ich tue mir schwer mit Entscheidungen, weil ich so langsam bin. Steht dann auch drin, da kann man Tyrosin geben, die Vorstufe, dass der Körper selber wieder das bildet, das Noradrenalin, oder der ist antriebsschwach, nicht mehr so begeisterungsfähig, da hilft auch das Tyrosin, ist auch eben das Eiweiß, das Pflanzliches, ja, findet man zum Beispiel in Avocado und Buchweizen sehr viel, ja, also über die Ernährung kann man eventuell auch ein bisschen was machen, reicht aber meiner Erfahrung nicht aus, weil es zu wenig hochdosiert ist, um so ein Defizit, so einen Mangel auszugleichen. Und zum Beispiel, wenn das Noradrenalin zu hoch ist, hat man schon mal das Rhodiola, die Rosenwurz, die das runtermoduliert. Also an dem Buch kann man selber sich schon mal orientieren. Und wenn das aber zu schwerwiegend ist oder man das schon versucht hat und sagt, na, ist ein bisschen besser, aber irgendwo reicht das noch nicht, dann macht es Sinn, wirklich konkret das zu messen. Denn auf dieser Basis habe ich natürlich die Möglichkeit, gezielt zu sagen, Sie brauchen das in der Dosierung für den und den Zeitraum. Ja? Und es ist nur ein Beispiel, wenn wir noch genügend Zeit haben. Bitte, bitte. Eins würde ich noch, um nur mal zu sagen, wie das ist. Ich habe eine Patientin gehabt in einer führenden Position, alleinerziehend, Sohn, damals um die 10 Jahre rum, und kam zu mir und war ziemlich erschöpft, aber unruhig, unglaublich unruhig. Und ich habe gesagt, okay, habe dann ganze Anamnese gemacht und. Wir haben dann die unterschiedlichen Bereiche uns angeschaut. Im Vegetativen haben wir natürlich gefunden, dass sie in so einem Dauer-Alarmzustand war. Im hormonellen Bereich, dass auch die Stresshormone sehr hoch waren und das Serotonin sehr niedrig. Und sie hat sich auch dauernd mit ihrem Sohn gestritten und hat gar keinen Nerv mehr gehabt, sich mit dem wirklich auseinanderzusetzen. Ja? Und dann... Gesundheit... Und dann haben wir das Defizit gesehen und haben das ausgeglichen. Und als wir das ausgeglichen haben, die hat es dann gemerkt, so nach 2-4 Monaten ging es ja wesentlich besser. Und ich sehe die Patienten alle 2 Monate. Nach 6 Monaten, und das war der Schlüsselmoment, hat sie gesagt, wissen Sie, Herr Rondek, ich habe wieder die Energie, was sehr schön ist. Ich bin wieder ausgeglichener. Aber das Schönste ist, ich kann meinen Sohn, wenn wir streiten, wieder in den Arm nehmen. Und dann ist alles gut und die Probleme sind auf einmal gelöst. Und dann bin ich wirklich, und wenn ich jetzt auch dann denke, fahre ich mit einem Lächeln nach Haus, weil diese zwei wieder ihr Lebensglück gefunden haben und eine wunderschöne Basis, das Leben weiter zu gestalten. Und was, das ist immer so schade, was wäre gewesen, wenn sie nicht die Möglichkeit ergriffen hätte, diese Therapie zu machen. Mhm. Und man kann wirklich da vielen, vielen Menschen sehr viel Gutes tun, wenn natürlich was vorliegt. Ja? Mhm. Aber, und das ist, und ich schon lange nichts mehr gehört, zwischendrin mal gehört, und geht es immer noch gut und sie ist immer noch glücklich. Und genau, und darum macht mir mein Job so viel Spaß. Mhm. Also in deinem Buch kann man vieles lesen über diese Hormone, definitiv, über diese Charaktereigenschaftsveränderungen. Ja. Ansonsten geht es mal wirklich zum Arzt und lässt sich das testen, die Hormone. Ja. Das wird ja nicht jeder Arzt leider können. Wie sieht so eine Untersuchung aus? Ist das immer Speichel? Genau, es ist relativ, so gesehen einfach. Es ist ein Set, was bei uns die Patienten mitkriegen. Da geht es um den 2. Morgenurin, weil der die Aussage der 1. Morgenurin noch nicht. Also das heißt, wenn ich aufgestanden bin, das 2. Mal Wasser lassen,
mich da 13 Milliliter ab und schicke die dann ins Labor ein und eine Speicheluntersuchung. Da messen wir das Cortisol. Das ist eben, da spielt eine große Rolle, wie der Tagesverlauf ist. Darum misst man die dreimal am Tag. Mhm. Einmal in der Früh um 8, dann um 14 Uhr und dann nochmal am Abend um 20 Uhr. Genau. Und das schicken die Patienten dann einfach ein. Und ich kriege dann 2 Wochen später das Ergebnis. Und dann, das ist nur der eine Teil, dann setzen wir uns zusammen und schauen, was sehen wir an den Stresshormonen. Mhm. Genauso mit dem Vegetativen, mit dem Gerät. Was sehen wir beim vegetativen Nervensystem? Was sehen wir bei der Blutuntersuchung von der Nährstoffversorgung? Und ich bespreche natürlich auch noch den Fragebogen. Sind mit der Sendezeit ein bisschen durchgegangen, aber es ist so ein spannendes Thema. Wenn wir noch kurz die Angststörungen anschauen, was jetzt in dieser Phase, und die geht ja immer noch ein bisschen weiter, wahrscheinlich tendenziell explodieren wird nach oben raus, wäre bei den Menschen jetzt es eigentlich gut, entweder sich über das Buch sich selber einen Weg zu suchen oder wirklich gleich Rat einen hormonellen Status zu definieren über einen Arzt? Also wenn die Angststörung sehr leicht ist, also sehr, sehr leicht, dann würde ich auf jeden Fall das erstmal im Buch versuchen. Mhm. Das kann ausreichen. Sobald das schon einen einmal in der Woche beschäftigt, um so ein bisschen so eine Orientierung zu bekommen, so Angstattacken, die man sich nicht so richtig erklären kann oder so ein tiefes Angstgefühl, was einmal die Woche ist, würde ich dann schon einen Kollegen aufsuchen, der einfach oder also einen Arzt aufsuchen, der das bestimmen kann. Also nicht einfach Psychopharmaka dann verordnet, sondern wirklich konsequent, ich will meine Hormone gecheckt haben. Genau, und derjenige, der es kann, der macht es auch gerne, weil er einfach weiß, welchen Mehrwert das für den Patienten und für sich selber, also auch als Arzt. Ich finde es so toll, jemanden genau zu sagen zu können, das und das scheint es bei Ihnen zu sein und jetzt machen wir das und wir brauchen keine Psychopharmaka dazu. Psychopharmaka sind per se nicht schlecht, nur vielleicht in dem Moment noch gar nicht nötig. Ja. Also es ist auch nicht die Ursache wird dann nicht behandelt, oder? Das ist Hilfe. Genau, aber manche sind so in der Angst, dass ich ein bisschen aufpassen muss. Da kann für zeitlich begrenzt Psychopharmaka sinnvoll sein, um diese scharfe Phase abzudecken. Ja, aber aus der Erfahrung, ich habe bei meinen Patienten vielleicht bei 5% Psychopharmaka bisher verwenden müssen für eine gewisse Zeit. Aber 95% brauchen sie nicht. Wie finde ich einen Arzt, der sich mit Hormonen auskennt? Gibt es eine Fachausrichtung, die einen Namen hat oder wo man googeln kann? Oder? Leider noch nicht. Also es gibt weder einen Facharzt noch eine Zusatzbezeichnung, wo man sich orientieren kann dran. Ich würde mal Stress eingeben, zum Beispiel beim Googlen und vielleicht auch Stressmedizin. Das kann man natürlich machen und dann würde ich die Internetseite aufrufen und wenn da drin steht, es werden Serotonin, Adrenalin, Noradrenalin, Dopamin, Glutamat, GABA, alle, also die Hormone, die eigentlich in dem Buch drinstehen, wenn ich sehe, das macht der, dann kann ich davon ausgehen, der hat eine Ahnung, der hat eine Erfahrung davon, dem ist es wichtig, der versteht die Bedeutung und zu dem kann ich hingehen. Ich danke ganz herzlich, lieber Alexander. Sehr gerne. Jede Sendung mit dir ist einfach belehrend, bereichernd, weise und informativ und hilfreich für uns alle, hier einen neuen Ansatz zu sehen. Ganz herzlichen Dank, war mir nicht bewusst, wie bedeutsam es ist. Ich habe schon gehört, die wahren, die heimlichen Chefs unseres Körpers sind die Hormone. Jetzt versteht man es total, unser Wesenskern ist hormonell bestimmt. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Ihnen auch alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.